Der numismatische Verein Hoyerswerda lädt am Samstag von 9 bis 13 Uhr wieder zur Münzen- und Sammlerbörse in die Lausitzhalle in Hoyerswerda ein. Sie können dabei auch ihre Sammlungen und Einzelstücke kostenlos bewerten lassen, so der Verein. Ab 14 Uhr hat am Samstag der Teschenmarkt in Hoyerswerda geöffnet. Es erwarten Sie ein buntes Bühnenprogramm, die Modellbahnausstellung im Vis-a-vis, der Kristallpalast der Kufa, Adventskino im Cinemotion und weihnachtlicher Zauber im Schlosshof. Bis 22 Uhr können Sie am Samstag kulinarische Leckereien genießen und nach Geschenken stöbern oder bei der Party mit Wiesenanton mitgehen. Zum Lichtershopping lädt am Samstag der Gewerbeverein Senftenberg ein. Die Geschäfte der Innenstadt haben dazu am Samstag bis 21 Uhr geöffnet und verwöhnen ihre Kunden auch kulinarisch. Los geht's bald um 14 Uhr im Weihnachtshaus, wo Steppkes Lampions basteln können, die dann Anwendung beim Umzug finden. Um 15 Uhr beginnt am Samstag in Spreetal die Weihnachtskaffeerunde. Weihnachtsmarkt ist am Samstag und Sonntag auch in Spremberg. Knüller ist neben dem gemütlichen Shopping eine 300 Quadratmeter große Kunsteisbahn auf dem Marktplatz, die jeder nutzen kann. Schlittschuhe können dort ausgeliehen werden. Die Bewohner von Wiesnitz sind am Samstag ab 15 Uhr zur Stollenverkostung in den Rosenhof Görlitz eingeladen. Es sollen dabei auch Vorschläge für die Arbeit des Bürgerrates diskutiert werden. Zum Stammtreff Feuerholz-Holzfeuer laden die Royal Rangers, christliche Pfadfinder, am Samstag ab 15 Uhr auf ihr Gelände in der Hempelstraße in Pulsnitz ein. In Uhorn ist am Samstag ab 15 Uhr Weihnachtsmarkt des Heimat- und Geschichtsvereins im Bürgerhaus. Weihnachtliches Turmblasen ist am Samstag im Berghasthof auf dem Tschornebo. Ab 14 Uhr ist der Weihnachtsmann mit Überraschungen da und Kinder können basteln. Dazu gibt's Glühwein und Bratwurst. Ein Glühweinfest beginnt am Samstag um 16 Uhr bei der Freiwilligen Feuerwehr in Friedersdorf im Gerätehaus in der Mittelstraße. Eine Diatonshow rund um Weihnachten startet am Samstag um 16 Uhr in der Evangelischen der Kulturkirche in Lauta. Ab 17 Uhr klingen am Samstag in der Johanneskirche in Hoyerswerda die Kantaten 1 bis 3 des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach. Um 19 Uhr beginnt am Samstag im Kultursaal der Helios-Klinik Schloss Pulsnitz eine Veranstaltung zu Rietschels Geburtstag. Es erklingen Werke der Klassik und Romantik aus Rietschels Wirkungskreis. Zum Sonntag. Boccia spielen können Frühaufsteher am Sonntag mit dem Nachbarschaftshilfeverein Hoyerswerda. Beginn in der Turnhalle der Lindenschule im WK3 ist um 9 Uhr. Auf der Kegelbahn des KSV Lauta beginnt am Sonntag um 10 Uhr das Weihnachtskegeln. Interessierte sind herzlich eingeladen. In der Buchhandlung Glück auf in der Kreuzstraße in Senftenberg gibt es am Sonntag eine weitere Signierstunde mit Norbert Jürg. Er stellt ab 13 Uhr sein neuestes Buch über die Schulgeschichte Senftenbergs vor. Beim Weihnachtsmarkt in Spremberg ist am Sonntag verkaufsoffener Sonntag. Dazu haben die Geschäfte der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Es gibt zudem viele kleine Programme für Steppkes. Um 17 Uhr beginnt die Turmmusik mit den Spremberger Blasmusikanten. Bei Expert in Hoyerswerda und Bautzen können Sie am Sonntag ebenfalls Ihre Weihnachtsgeschenke klarmachen. Es ist auch da ab 13 Uhr verkaufsoffener Sonntag. Auch im Lausitzcenter in Hoyerswerda ist am Sonntag verkaufsoffener Sonntag von 13 bis 18 Uhr Zeit zum Weihnachtsgeschenke shoppen. Verkaufsoffener Adventssonntag ist am Sonntag zudem im Lausitzpark in Cottbus. Die Geschäfte laden von 13 bis 18 Uhr ein. Ab 14 Uhr können Kinder mit Frau Holle singen und backen. Zum Weihnachtsliedersingen bittet ab 15.30 Uhr der gemischte Chor Karin. In Bautzen erwarten Sie am Wochenende auf dem Wenzelsmarkt wieder 90 Händler und Gastronomen mit viel leckerem sowie bunten Kulturprogrammen. In den Geschäften ist auch dort am Sonntag verkaufsoffener Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Von 14 bis 20 Uhr hat der Teschenmarkt in Hoyerswerda am Sonntag geöffnet. Die Reichsfürstin und Namensgeberin wird ihm zu Beginn einen Besuch abstatten. Der Weihnachtsmarkt lädt wieder zum entspannten Bummeln ein. Um 17.30 Uhr spielen die Saspoa Dixieland Stompers und um 19 Uhr gibt es eine Feuershow der Kinder- und Jugendfarm. Geöffnet hat natürlich auch noch die große Eisenbahnausstellung im Saal der Sparkasse. Im Natz in Hoyerswerda am Markt ist am Sonntag ab 14 Uhr Weihnachtsbazar. Um 14.30 Uhr beginnt am Sonntag ein gemütlicher Adventsnachmittag in der ehemaligen Schule in Leipe. Im Kino im Cinemotion in Hoyerswerda ist am Sonntag Simu Preview für Kids. Um 14.45 Uhr wird der kleine Drache Kokosnuss auf in den Dschungel gezeigt. Um 15 Uhr beginnt am Sonntag im Kultursaal der Helios Klinik Schloss Pulsnitz das Weihnachtskonzert der Musikschule Pulsnitz.
Ein Advents-Benefizkonzert gibt das Orchester Lausitzer Braunkohle am Sonntag im Saal der KUFA am Markt in Hoyerswerda. Beginn 15 Uhr. Sundjard spielt am Sonntag ein Weihnachtskonzert im Museum in Bautzen. Elena Jahres Gesang und Wolfgang Torkler Piano musizieren ab 16 Uhr. Der Stadtchor Weißwasser ist am Sonntag mit seinem traditionellen Weihnachtskonzert auch in diesem Jahr in Trebendorf zu Gast. Beginn im Haus der Vereine ist um 16 Uhr. Aus dem Leben Ernst Rietschels ist der Titel einer Veranstaltung am Sonntag um 16 Uhr im Geburtshaus Rietschels in der gleichnamigen Straße in Pulsnitz. Sigmar Schubert zeigt unter anderem Bilddokumente zum Lebensweg des Künstlers. In der Nikolaikirche in der Pfefferkuchenstadt beginnt am Sonntag um 16.30 Uhr das Kirchenkonzert in weihnachtlichem Flair mit dem Akkordeonorchester Harmony Dreams. In Schwarzkollm beginnt am Sonntag um 16.30 Uhr das Adventssingen des Chores in der Marienkirche. Und im Blow-Up-Kino der Kulturfabrik in Hoyerswerda läuft am Sonntagabend noch einmal die Komödie Der Vorname. Filmstart ist 20 Uhr.